Ja, machen wir gleich weiter. Kapitel 7, Teil 2. Die Vergessenen. Kurze Zeit später im Inneren Königreich. Wir sind im alten Königreich angelangt. Seid wachsam, Todesritter. Was immer die Zwerge aufgeschreckt hat, lauert noch da unten. So. Niemand erteilt mir Befehle. Gratis ist nur noch Stufe 4, Todesmantel 2, die Rest, ja, ist auf Vorsicht. 1. Ja, müssen wir langsam schauen. Ah, Halt! endlich. Die Türme auf beiden Seiten können Frostbolzen abfeuern. Dieser Flur ist eine Todesfalle. Können wir sie nicht deaktivieren? Die kreisende Klappe in der Wand gegenüber ist ein Aquäduktverschluss. Wenn wir sie öffnen können, überflutet vielleicht Wasser den Abfeuermechanismus und legt die ganze Falle lahm. Ja, machen wir das doch mal. Niemand erteilt mir Befehle. So, zum einen ist sie lahmgelegt. So, dann müssen wir dahinter, da ist gleich der nächste. Oh, Moment, da. Gold. Wir haben übrigens hier noch das ganze Gold von unserer von der letzten Mission hier auch noch. Jetzt Frostmourne. Frostmourne hat Hunger. Geschafft. Endlich. Gehen wir. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Holen wir uns langsam wieder ein paar Aaskäfer. Endlich. So, jetzt ist das alles geflutet. Jetzt können wir auch da durch. Ich meine zwar, dass man da auch so hätte durchgehen können, aber ich glaube, das sind Verlangsamungsfallen. Ich habe es jedenfalls noch nie probiert. Das ist man wird es, glaube ich, zumindest mit den Helden überleben. Frostmourne. Seht, Brüder, der Verräterkönig. Wer? Ich? Er meint mich, Todesritter. Diese Narober werden alles tun, um uns zu vernichten. Ja. Vorsicht. Zwei Verräterkönige. Ich glaube, die verstehen sich sicher sehr gut, die beiden. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Gott Dank, Großmütiger. Die rebellischen Spinnen haben auch meine Kameraden gefangen. Sie werden in einer Kammer in der Nähe festgehalten. Befreit sie, und sie werden euren Befehlen gehorchen. Frostmourne hat Hunger. Noch mehr Gold. Endlich. Ja, 2 von 5 sind's hier wieder. Oh. Endlich. Sind nur ein paar Krebse, die sollten wir eigentlich leicht bekauen können. Oh, was hat der? Oh, den nehme ich mit. Was ist denn das schwächste Item, was ich gerade noch irgendwo rumliegen habe? Eigentlich ja der Ring des Schutzes plus 2, oder? Das ist schon besser. Ja, mach mal aus 2, 3. Frostmourne hat Hunger. Das ist eine Falle, aber ich bin gewillt, die auszulösen. Was lassen wir bei dir da? Ach komm, 3 Angriffe ist jetzt nicht so viel. Was ist das diesmal? Das ist die Wächter erwachen. Verteidigt euch! Hauen wir da mal vorsichtshalber ein Ultimate rein. Wobei es, glaube ich, nicht mal nötig gewesen wäre. Oh, sogar noch ein tolles Item gedroppt. Weißt was? Den Ringschutz ist plus 2, lassen wir jetzt auch da. Die Runenarmschienen sind besser. 33% weniger Zauberschaden ist immer sehr gut.
Das ist schon besser. Und weiter geht's. Tötet die Eindringlinge. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Das ist schon besser. So, jetzt müssen wir eigentlich direkt was da lassen, oder? Weißt du was, lass mal die Ghule da. Ich war vorwärts. Ah, endlich. Und da ist immer noch einer zu wenig. Die Aaskäfer lasse ich ungern da. Weil die kriegen wir immer wieder. Frostmourne hat Hunger. Ein Brunnen der Gesundheit. Sprecht. Und währenddessen schauen wir mal, ob wir da drin was finden. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Ich meine, dass zumindest irgendwo eine Goldmünze drin war. Endlose Pein wird euch erwarten. Jetzt, Frostmourne! Ja, da. Das ist schon besser. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. Die stellen jetzt einfach mal darauf, dass sie den Arthas folgen sollen. Niemand erteilt mir Befehl. Ich hab denen mal eine Untergruppe gegeben. Oh. Der Raum hier. Wie alle unsere Jungen werden in diesen Brutkapseln ausgebrütet. Niemand kann sagen, wie viel teuflische Brut sie enthalten. Ihr hattet recht. Sie sind uns eindeutig feindlich gesinnt. Wir müssen die Brutkapseln zerstören. Wir könnten auch die Türen verrammeln, damit die Brut nicht herauskommen. So, jetzt die nächste Frage. Wem geben wir das Medaillon des Mutes und was lassen wir dafür da? Sprecht, Dummkopf. Und eigentlich bin ich gewillt, Arthas die besseren Items zu geben. Also ich habe jetzt nichts gegen Anubarak, aber Arthas braucht es momentan, damit er allgemein noch ein bisschen stärker wird. Naja, haben wir hier wieder eine Münze, das wäre die vierte. Jetzt Frostmourne. Endlose Pein. Ein Buch der Gesundheit. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Damit Arthas Gesundheit auch mal wieder ein bisschen jetzt nach oben geht. Ja. Endlich. Jetzt Frostmourne. Oh, okay. Dem da unten geht's auch nicht mehr allzu gut. Jetzt Frostmourne. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. Niemand erteilt mir Befehle. So, was lassen wir dafür jetzt da? Ich wäre eigentlich fast für den Reich des Adels. Das ist schon besser. Sprecht, Dummkopf. Ja, die Beweglichkeit braucht der Arthas jetzt auch nicht so dringend. Endlich. Nehme ich lieber ein bisschen mehr Kraft und Intelligenz mit. Ah, endlich. Endlich. Ah, endlich. Treibt die Freunde und Guten zurück zur Oberfläche. Oh, Moment, muss kurz niesen. Okay. Da bin ich wieder. So, hinter dem Thron, da war irgendwas, wenn ich mich nicht täusche. Ah, ein Reif des Adels. Das, was ich gerade weggeschmissen habe. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. Ich und ja, geben wir mal ein besseres Ausspießen, damit das überhaupt ein bisschen Schaden macht. Ja, genau, hier war auch irgendwo ein bisschen was versteckt. Ja, genau das. Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. War hier noch irgendwas? Ja. Mehr Mana. So, den Reif des Adels. Jetzt kann ich ja nochmal überlegen, ob ich ihn mitnehmen soll. Zwei
gut. Das bisschen extra Mana würde ihm zwar gut tun, aber... Komm, nimm ihn mit. Niemand erteilt mir eigentlich. Ach komm. Was ist das diesmal? Ich überlege den anderen Reif des Adels auch nochmal mitzunehmen, damit um dann die Ogerkraft Handschuhe das ist. Das ist schon besser. Gesichtslose. Was zum Teufel ist das? Das sind die Schrecken, von denen die Zwerge sprachen. Ich hielt sie für Legenden. Was? Es sind die Gesichtslosen. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Ah, endlich. Tentakel. Sehen ja freundlich aus. Na, was man da noch zurückgelassen? Niemand erteilt mir Befehle. Wenn die Aaskäfer sterben, ist nicht schlimm. Die kriegen wir wieder. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Ah, den hätte ich gern noch im Leben gehalten hier. Das ist ich auch. Endlich. Ich diene nur den Frostthron. Ah, haben wir alle Gruftbestien gerettet. Atas. Dummkopf. So, jetzt haben wir eine ganz schöne Armee hier zusammen. Vorsicht. Das ist schon besser. Frostmourne hat... Das kann nicht sein. Wow. Wehrt euch, Todesritter, kämpft, wie ihr noch nie gekämpft habt. Ein Vergessener. Das ist schon besser. Sprecht, Dummkopf. Das Vieh ist mit Agie immun, wenn ich mich nicht täusche. Und niemand erteilt mir. Ja, da gibt es einen Haufen Runen außenrum, aber ich denke, es geht auch ohne. Ich habe bis jetzt zumindest immer ohne besiegt. Er ist immun gegen Magie, ja. Vorsicht. Ah, endlich. Kommt ganz schön Verstärkung hier. Wir können sie nicht alle überwinden. Lasst, Todesritter, die Treppe hinauf. Beeilt euch. Ja.